Einen wunderschönen Tag wünschen wir euch allen. Herzlich willkommen zu einer neuen Woche mit uns, beziehungsweise zu einem neuen Tag. Eigentlich waren wir uns gar nicht sicher, ob wir es schaffen, diese Woche ein Video rauszubringen, weil es ist sehr viel Arbeit, die wir gerade in die Welpenerziehung investieren. Und es dreht sich alles quasi um sie. Das ist ja auch normal. Wir müssen uns an sie gewöhnen und sie muss sich auch an dieses komische Menschenleben gewöhnen, das wir hier führen. Es funktioniert auf jeden Fall sehr gut. Es ist halt sehr anstrengend. Es ist wirklich sehr zeitintensiv und wir kommen teilweise gar nicht mehr hinterher mit den Arbeiten, die wir ja sonst so haben. Sei es YouTube oder sei es halt auch andere Projekte, an denen wir arbeiten. Das bleibt meistens alles liegen. Momentan nehmen wir uns immer vor, das irgendwie abends zu machen, sobald sie dann pennt. Ich glaube, alle Eltern kennen das, aber wir sind dann so im Arsch, dass wir selbst anfangen einzuschlafen und dann bleiben die Projekte halt einfach gerade liegen. Ja, deswegen kann es sein, dass wir auch in den nächsten 2-3 Wochen keine YouTube-Videos rausbringen, so schade das auch ist, aber wir wollen einfach ein bisschen Dampf rausnehmen und die anderen Projekte nicht zu sehr schleifen lassen. Das ist zum Beispiel unser E-Book, an dem wir gerade arbeiten und auch noch ein paar andere Sachen im Hintergrund. Aber heute wollten wir euch einfach nochmal mitnehmen. Es hat die letzten 2 Tage richtig heftig geregnet, gehagelt sogar. Und es war alles easy. Sie hat sich überhaupt nicht bewegt und war sehr angenehm, mit ihrem Van zu schlafen. Mittlerweile schläft sie sogar in ihrem Körbchen. Wir haben nämlich unser Bett wieder und sie hat ein richtig schönes Körbchen. Und sie liebt es, in ihrem Körbchen zu schlafen. Ja, jetzt hat der Regen nämlich aufgehört und wir sind ein bisschen rausgegangen und entdecken hier ein bisschen die Gegend. Wir stehen in der Nähe von Punta Trettu. Das ist im Südwesten Sardiniens. Da sind wir letzte Woche hingefahren, weil wir nach Cagliari mussten ein Paket abholen und es oben im Norden jetzt auch nachts ein bisschen kälter ist. Deswegen haben wir uns gedacht, fahren wir mal ein bisschen in den Südwesten. Da können wir noch ein bisschen besser mit ihr spazieren gehen. Ja, und hier sind wir jetzt. Gerade auch echt ein bisschen schwierig, weil hier sind so viele Fischerboote und es ist schwierig mit ihr, meine ich, mit Nusa, weil es gibt hier so viele Gerüche, auf die sie irgendwie anspringt. Und sie liebt Salzwasser. Ja. Und deswegen hört sie gerade nicht so gut, weil sie super abgelenkt halt einfach ist. Und zudem liegt ja halt super viel Müll rum an dem Platz, wo wir hier sind. Beziehungsweise generell hier im Südwesten Sardiniens. Es ist so krass, wie viel Müll hier rumliegt. Das hätten wir nicht gedacht. Und da sind wir auch schon auch ein bisschen platt von, wenn wir hier durch die Gegend fahren. Das ist so viele wilde Müllkippen. Aber ich glaube, das haben wir schon im ersten Video gesagt. Man kann mit Hund aufpassen, ey. Die stecken sich halt alles im Mund. Andauernd hat sie irgendwelche Taschentücher im Mund. Das ist echt anstrengend. Oder Plastik oder sonst was. Halt noch ein Welpe, klar steckt sich alles im Mund. Ist echt ein bisschen schade. Ja, also das ist natürlich eine große Herausforderung jetzt für uns. Aber ansonsten, wenn wir so spazieren gehen, dann bleibt sie auch immer bei uns. Wir versuchen immer so oft es geht ohne Leine zu laufen. Und das macht sie eigentlich ganz gut. Sie schlabbert an jeder Pfütze, läuft durch jedes Gewässer und ist halt ein Hund, ne? Ist halt echt ein Hund.
Aber es ist immer wieder schön, wenn wir dann abends irgendwie da liegen und sie schläft in ihrem Körbchen oder pennt bei uns im Bett ein und kommt dann morgens hoch und schlabbert uns ab. Das ist schön, oder? Ja, und weil das halt so im Van so seine Vor- und Nachteile hat mit so einem kleinen Welpen, versuchen wir natürlich Routinen einzubauen. Und das bedeutet einfach, dass sie mehr oder weniger, ja, immer, ja, jetzt nicht zu festen Zeiten, aber wenn wir halt merken, dass sie Hunger hat, dann kriegt sie was zu essen. Ob das jetzt halb sechs oder sechs ist, das ist eigentlich wurscht. Aber wir machen das meistens so, dass wir, wenn wir morgens aufstehen, macht Melli uns Kaffee und ich gehe mit ihr spazieren. Danach kommen wir zurück, es gibt für mich Kaffee und für Nusa was Kleines zu fressen. Dann spielen wir ein bisschen mit ihr, dann legt sie sich hin und pennt. Also ihr habt das ja alles gerade auch gesehen, wie jetzt... Ja, so ein bisschen Routine versuchen wir schon. Ich glaube, es ist auch wichtig für Welpen, dass sie jetzt schon so eine Routine haben. Aber es kommt natürlich jetzt nicht auf eine halbe Stunde, Stunde an, aber so Routinen, ja, sind, glaube ich, schon ziemlich gut. Sie kriegt viermal am Tag was zu fressen. Sagen wir mal, es ist ungefähr so, keine Ahnung, 7.30 Uhr, 11.30 Uhr, 15 Uhr, 18 Uhr. So ungefähr. Und dann gehen wir auch dreimal mit ihr raus. Das heißt zwar immer, Welpen sollen nicht länger als 5 Minuten pro Monat laufen. Das würde bei ihr jetzt ungefähr 25 Minuten bedeuten. Das ist nicht einzuhalten. Also sie läuft viel, viel mehr. Sie hat einen unglaublichen Bewegungsdrang. Und deswegen gehen wir allein schon dreimal eine halbe Stunde mit ihr raus. Sonst springt sie auch im Van einfach auf die Küche und will von dort runterspringen. Also sie braucht einfach diese Bewegung. Das merkt man einfach. Sie kann halt einfach nicht still. Sie pennt dann, aber wenn sie dann einmal wach ist, dann merkt man richtig, sie will raus. Weil sonst springt sie halt wie eine Verrückte da auf die Bank. Wir haben eine kleine Bergziege adoptiert. Und das ist natürlich auch nicht so gut, wenn sie da halt andauernd hin und her springt, dann lieber ein bisschen draußen spazieren. Ja, unsere Bergziege hier, die hält uns ganz schön auf Trab. Und das glaubt ihr gar nicht, also die springt jetzt mittlerweile von der einen Sitzbank zur anderen Sitzbank. Ne? Wenn Melli hier sitzt und ich sitze da, dann ist das 80 cm liegen dazwischen und das springt sie locker über. Also hat sich noch nicht einmal vertan. Wie geht's? Wo wälzt sie sich da drinne? Ey! Komm her! Komm her! Boah, was hast du da? Oh nee, es ist ein Knochen. Das ist ein Knochen. Hey! Hallo! Guck dir das mal an. Meinst du, das ist Rinde? Und was ist auf dieser Rinde gestorben? Hey, komm her! Komm her! Guck dir das mal an. Guck dir das mal an. Ah nee, es macht die erst seit 2-3 Tagen. Ja gut, das mit den Schuhen, das ist schon die ganze... Aber guck dir das mal an und weg ist die. Hä? Ja, jetzt tragen wir sie nach Hause. Ja, das war ein bisschen viel jetzt, ne? Aber ihr seht, man muss in Bewegung bleiben. Das war, was ich da gefunden habe, war so ein Knochen. Und wenn sie einen Knochen hatte, das hatte sie schon 2-3 Mal, dann ist halt over, dann hört die gar nichts mehr. Das ist für sie Jackpot irgendwie. Und ja, und wenn sie dann so müde ist, so wie jetzt, oder überfordert ist von den ganzen Eindrücken, dann hört die auch nicht mehr so gut. Deswegen tragen wir sie jetzt wieder ins Auto. Waren jetzt auch schon über eine halbe Stunde draußen. Und das reicht, gell? Und dann kriegt sie eine große Mütze Schlaf. Und danach gibt es wieder was zu essen. Ja, wir versuchen immer, unsere Routinen beizubehalten und ihre halt mit zu integrieren. Das heißt, wenn sie dann nachmittags was zu essen kriegt, machen Melinda und ich uns irgendwie eine Dattel und einen Kaffee oder so. Und dann gehen wir nachher nochmal schön Gassi, ne? Bevor es dann abends wird. Ja, und die Zeit, die rennt so. Und gefühlt sind wir die ganze Zeit nur am Aufgaben erledigen. Wir waren in der Wäscherei 2 Tage lang hintereinander, weil sie uns ins Bett gemacht hat. Und dann waren wir
waren wir einkaufen, dann haben wir noch das für sie gebraucht und das. Und jetzt müssen wir nächste Woche wieder zu einer Tierärztin fahren, weil wir uns informieren müssen, was für Impfungen da sinnvoll sind. Und ja, sieht alles im Hintergrund immer so schön aus, ist es auch, aber es ist halt auch sehr zeitintensiv. Also wenn ihr dieses Video seht, dann lasst uns gerne einen Daumen nach oben da. Und falls ihr neu auf unserem Kanal seid, abonniert uns! Ja, es gibt nicht die ganze Zeit Hunde-Content, aber aktuell dreht sich halt alles darum. Aber wir zeigen euch auch bald wieder ein bisschen mehr als nur hier, kleine Prinzessin. So, wir gehen jetzt zum Van. Melli, komm mit! Oh, sie gräbt schon wieder. Ja, krass überfordert bei dem Wetter. Und jetzt machen wir noch einen kleinen Abendspaziergang, bevor es dann in die Falle geht. Und morgen scheint dann hoffentlich die Sonne wieder. Und es ist dann drinnen hoffentlich alles wieder ein bisschen sauber. Und wenn sie die ganze Zeit so gräbt und hier im Matsch rumläuft, ist das natürlich auch auf so kleinem Raum ganz schön. Ganz schön heftig. Ja, wir hätten euch auch gerne noch ein bisschen mehr von hier gezeigt, aber in die andere Richtung können wir heute doch nicht gehen, weil es da wie gesagt viel zu matschig ist und hier ist auch ein Boot gekentert. Also es war richtig heftiges Unwetter die letzten zwei Tage. Sonst hatten wir ja immer Glück und zwar tolles Wetter. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das vorhin schon gesagt habe. Also, Melli und ich, wir sind richtig platt. Von daher seht uns nach, falls das jetzt nicht eins unserer besten Videos war. Gerade wünschen wir uns so eine kleine Wohnung, wo man dann auch mal heiß duschen kann, denn wir beide kommen auch ganz schön kurz gerade. Also Dusche fehlt, es fehlt einfach ein bisschen Zeit, in der wir die Dinge machen, die wir sonst auch immer machen wollen. Aber das wird alles. Deswegen melden wir uns jetzt mal ab und wir sehen uns dann, du wolltest gar nichts sagen. In einem Monat wieder. Ja, vielleicht spätestens in einem Monat wieder. Also, wir hoffen, ihr bleibt gesund und uns treu und bis dahin, ahoi.